Absolutely. So, die Leiche hat eine Mordaxt dabei. Auch wenn ich den englischen Namen Poleaxe lieber mag, Mordaxt klingt dann doch so ein bisschen zu böse. Was ist das für ein Dreck auf der Mauer? Ja, und Kalisha hat gefragt, wo dieser Schleim herkommt. Dieser zähflüssige und ölige Dreck bleibt am All kleben, was ihn berührt. Ja, hier ist die Scheibe. Diese Wand läuft ein viskoser Teppich unter einer schwarzen, derartigen Flüssigkeit hinunter. Diese Wand läuft ein viskoser Teppich einer schwarzen, derartigen Flüssigkeit hinunter. Die Form und Ausbeulungen im Schlamm lassen vermuten, dass etwas darunter liegt, aber du kannst nicht erkennen, was genau. Den Schlamm mit deinem Wasserschlauch abwaschen. Du spülst den Schlamm weg und deckst das plastische Relief eines Männergesichts auf. Der ihm umgebende Sonnenschein ist stellenweise abgeplatzt. Lassen die Einzelheiten seines Kopfes von den dichten Locken bis hin zu den Furchen seiner Spitzohren immer noch bemerkenswerte Handwerkskunst erkennen. Eine Augenhöhle ist leer, die andere führt ein Juwel. Platziere das Juwel in die Augenhöhle. Die Kammer beginnt zu poltern und verstreute Felsbrocken tanzen über den Fliesenboden. Letztendlich stürzt ein großer Wandbereich ein. Ja, und wir haben das Juwel verloren. So, da ist wieder so ein Viech. Yes. Drin. So, töten wir das mal. Wenn man sowas überhaupt töten kann. Und dann nehmen wir auf jeden Fall den Umhang an uns. Ein Amethyst und Adra. Adra ist ein organisches Material mit kristalliner Struktur und schalenförmiger Substanz. Es wächst in vielen Teilen Eoras aus unterirdischen Adern durch den Boden. Man kann es unkompliziert zuschneiden und manipulieren, weshalb es bei Juwelieren als Halbedelstein höchst beliebt ist. Daher wird Adra auch oft komplizierter und schöner als alle Edelsteine zugeschnitten. Ja. So ein Umhang, der unsere Werte etwas erhöht, vor allem Reflexe. Glaube und Überzeugung, Macht, da ist nur Wahrnehmung im Spiel. I'm here. Ja gut. So, gucken wir mal auf die Karte. Hier waren wir fertig. Jetzt können wir über die Fliesen drüber, theoretisch. Aber ich mach's mir da doch einfacher. Hm? Ja, und dann? Found something. Machen wir die Fallen aus. Die kann er nämlich entschärfen. So, auch wenn das ein bisschen dauert. Aber wir kriegen für jede Falle 45 XP. Oder EP halt. Yes. Und wir können jetzt einfach so über dieses Ding drüber latschen. Do you feel that? There's a draft coming through that wall. I don't hear any sign of that storm either. Hast du das gespürt? Durch diese Mauer kommt ein Luftzug. Aber von diesem Sturm kann ich nichts mehr hören. Aha. Ja, hier oben sind Spinnen. Die gerade nicht sicher waren, ob sie uns angreifen wollen. So, jetzt wollen sie es jedenfalls nicht mehr, weil sie jetzt nicht mehr hier sind. I could scout ahead, see what's around the corner. I'll be quiet. Ja, wir können schleichen, um zu gucken, was in diesem Raum ist. Den kennen wir ja bereits. Hier sind nämlich zwei Skuldorwelpen. Kalisha kann den einen mal umwerfen.
Oh, Heodat ist fast kaputt. Hat es aber doch gerade so geschafft. Absolutely. Ja, die Skulderwelpen machen mit ihrem Geschrei auch ziemlich bösen Schaden. Was so ein kleines Problem sein kann halt. So. Da ist eine ausgehungerte Speerspinne, die wir am besten umschmeißen. So, das zweite Mal hat geklappt sogar. So, und sie ist tot. Im Netze hängen Fledermäuse, die so groß sind wie Hühner. Ja, die Speerspinne da hat schon ein bisschen was an Arbeit geleistet. So, hier haben wir noch jemanden, der einen Helm trägt, der uns nichts bringt, weil Helme in diesem Spiel, also Standardhelme, einfach nichts bringen. Ein Jaspis und ein Achat noch. Ja, und damit haben wir Silatlis ja auch schon hinter uns gebracht. Gut. Dann mal raus hier. Schaffen wir es wahrscheinlich in der Aufnahmesession sogar noch Goldhart zu erreichen. Yes. Älterer Robenträger. Ja, den kennen wir ja bereits ziemlich gut. Die Silhouette von vier Gestalten steht vor einem überweltlichen Apparat, einer uralten Struktur aus gemeißeltem Adra mit metallischen Adern. Rätselhaft ominös und wie ein stiller Beobachter bedrohlich aufragend. Ja, wo ich immer gesagt habe, das sind Photonenkanonen. In Wirklichkeit sind es Kessel. Regungslos in ihrer Mitte scheint ein menschlicher Körper zu stehen, der farblos wie Stein oder Asche ist. Die anderen Gestalten scheinen sie fast besinnlich anzusehen. An einem Beobachtungspunkt kannst du von ihnen nicht gesehen werden. Die Gestalt, die der Maschine am nächsten ist, sticht heraus. Es ist ein Mann. Ein dichter grauer Bart umrahmt ein Gesicht, das ansonsten unter einer metallischen Maske verborgen liegt. Seine verblichene Robe ist mit einer Runensprache bestickt, wie du sie nie zuvor gesehen hast. Er trägt eine eigenartige schwarze Kopfbedeckung, aus der zwei Verzierungen herausragen wie die Flügel einer bösartigen Kreatur. Ja, der Mann mit der Eisenmaske. Oathbinder, bear witness, and see this man has kept his word true to his last breath, full to his blood's last drop. Guide his soul, Queen that was, and regard it among your favored. Let his life by the key be his confession. Let his death by the key be his absolution. May he walk the world ever free of the crushing weight of the book. Er wendet sich an den versteinerten Körper. Altbinder legen Zeugnis ab und sehen, dass dieser Mann sein Wort gehalten hat und sich bis zu seinem letzten Atemzug und zu seinem letzten Blutstropfen treu geblieben ist. Königin, die gewesen war, leite seine Seele und erachte sie als eine deiner Liebsten. Lass sein Leben nach dem Schlüssel sein Geständnis sein. Lass sein Sterben nach dem Schlüssel seine Erlösung sein. Möge er ohne das erdrückende Gewicht des Buches auf der Welt wandeln. Your brother has done his part, and you have seen the power of his contribution. I will accept no further hesitation from the rest of you. In the sight of the queen that was, will you fulfill the oath? Will you take your place beside your brother in the endless esteem of her memory that is without flaw? Step forth and be assured of the great worth of your life's course. Der Mann lässt seinen Blick über die anderen schweifen, die um ihn herumstehen. Euer Bruder hat seinen Teil erfüllt und ihr habt die Macht seines Beitrags gesehen. Ich werde keine weitere Zurückhaltung von dem Rest von euch mehr dulden. Er schaut jedem von ihnen tief in die Augen. Wirst du vor den Augen der Königin, die gewesen war, den Eid erfüllen? Wirst du in der endlosen Wertschätzung ihrer makellosen Erinnerung deinen Platz an der Seite deines Bruders einnehmen? Trete vor und sei dir des großen Wertes deines Lebensverlaufs gewiss.
Ja, da springt die Maschine an. Und saugt erstmal alles schön in sich auf. Einen Augenblick lang verstummt der Apparat und die Luft steht still, dann aber eruptiert er plötzlich mit einem erschütternden Stoß. Gleißendes Licht blendet dich und du wirst zu Boden geschlagen. Als du auf den Boden aufschlägst, wird dein Kopf nach hinten gerissen. Die in deinen Hinterkopf aufwandenden Schmerzen verwaschen deine letzten Gedanken mit der schwarzen Leere der Bewusstlosigkeit. Du öffnest die Augen an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit. Du stehst in einem kreisrunden herrschaftlichen Raum mit Kuppeln, dessen Wände mit Adra ausgekleidet und mit Kupfer besetzt sind. Der Stil ist antik, der Raum jedoch in makellosem Zustand. Am hinteren Ende des Raumes durchdringt eine große Adra-Säule den Boden wie eine gezackte Pike, deren schimmernde Textur die Illusion grenzenloser Tiefe schafft. Die Säule wird von einem Apparat umringt, der dem, den du gerade erst gesehen hast, sehr ähnelt. Dieser aber ist gewaltig, facettenreich und ineinander verschlungen. Vielleicht die Arbeit eines außerordentlichen, aber fieberhaften Verstandes. Ja, also die ultimative Adra-Säule hier. Deine Gedanken gehören dir aber dann auch wieder nicht und sie scheinen zu existieren, bevor du sie denken kannst. Und es sind ausschließlich Fragen. Dringliche Fragen, beunruhigende Fragen, Fragen, die beantwortet werden müssen, sonst... Am Fuß der Säule siehst du nun einen Mann mit dichtem grauen Bart, der mit einer zeremoniellen Robe bekleidet ist. Seine öligen Haare werden von einer schwarzen Kapuze und einer seltsamen dekorativen Kopfbedeckung verborgen. Du kennst diesen Mann. Du gehst nun eigentlich auf ihn zu, versuchst aber die Dringlichkeit zu verbergen. Du möchtest ihn etwas fragen, eine über allem stehende Frage, und die Frage geht dir wie verrückt in deinem Verstand um. Ja, das ist der Mann von gerade eben, den wir schon gesehen haben, der die Maschine aktiviert hat. Wir haben eine wichtige Frage an ihn, die uns bis jetzt noch verborgen bleibt. Also jedenfalls in unserem Traum haben wir eine Frage an ihn. Als du aufwachst, bemerkst du, dass dein Unwohlsein verschwunden ist, dafür aber mit etwas weitaus bestürzerem ersetzt wurde. Schwaches Flüstern, das für dich gerade noch so hörbar ist, fühlt sich in deinen Ohren wie ein fortwährendes Klingeln an. Am Rande des Sichtfelds siehst du huschende Bewegungen, aber wenn du dich umdrehst, kannst du keinerlei Anzeichen dafür erkennen, was gewesen ist. Du bemerkst, wie dein Blick wie ein unfeiliges Muskelzucken hin und her schießt. Soll das eine Krankheit sein, so ist es vermutlich gefährlich, sich längere Zeit unbehandelt zu lassen. Die Gestalt bei der Maschine scheint auf der Stelle gefroren zu sein. Fleisch und Blut wurden durch Schlacke und Asche ersetzt. Von dem Mann, der sie anführt, ist weit und breit nichts zu sehen. Hier und da und Kalisa liegen Blut überströmt und mit im Tod unnatürlich verdrehten Körpern auf den unebenen Kopfsteinen. Du bist ganz alleine und keinerlei Hilfe ist in Sicht. Golta könnte deine beste und einzige Chance auf eine Behandlung sein, bevor sich deine Situation verschlechtert. Ja, ich sammel erstmal vor den beiden alles ein. Und dann müssen wir uns auf den Weg nach da unten machen. Erstmal hat sich aber das Questbuch verändert. Wir haben zum Beispiel die Ruinen von Silatis abgeschlossen. Ich bin aus den Ruinen entkommen. Hoffentlich kann ich irgendwo hier die Straße finden und den Weg nach Goldtal. Ja. Ich habe einen Abschnitt mit Fliesen erreicht, auf den sich selbst am Pole befinden. Vielleicht gibt es in der Nähe Hinweise auf ihre Bedeutung. Ja, Vision und Geflüster. Nachdem ich eine Explosion außerhalb der Ruinen von Silatis überlebt hatte, hatte ich eine Vision. Seit dieser Zeit höre ich Geräusche aus dem Nichts und Dinge, die nicht da sind. Das ist nicht die Krankheit, die mich beim Wagen befallen hatte. Es ist etwas Neues, vielleicht ein Leiden des Verstandes. Mit etwas Glück gibt es in Dolta jemanden, der weiß, was zu tun ist. Ja, hier hat sich auch was getan. Die mysteriöse Gestalten scheinen eine seltsame Maschine zu aktivieren. Etwas muss schiefgegangen sein, da es zu einem plötzlichen Energieblitz kam, durch den die verhüllten Fremden getötet wurden. Und ich hatte seltsame Visionen, für die ich keine Erklärung habe. Hoffentlich kann ich in Goldtal Antworten finden.